Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda hier auf dem Kanal. Ja, also in der letzten Folge haben wir Level 3 abgeschlossen und das noch jetzt gerade mit dem neuen Schwert und mit Hilfe des Trankes erfolgreich. Oh Gott. Schon wirklich wieder Befürchtung, das Spiel hätte nicht mehr mitgemacht. Zack. Ehrlich. Und weiter. Zack. Autsch. So. Jetzt gehen wir auch mal hier rüber. Ach, da haben wir ein bisschen bösartigen Besuch. Zack. Rüber. Hallo, Level 4. Klar, schon direkt der nächste Dungeon. Okay, das ist kein versteckter Raum. Hätte ich mir aber denken können. Okay. Okay. Drei Fledermäuse gekillt. Oh Gott. Komm. Jawohl, zwei weg. Bleibt jetzt nur noch was über. Ein Key. Zack. Oh, nichts. Dann gehen wir wieder raus. Oh ja, Dungeon. Der einfache Klassiker in Zelda. Oh Gott. Autsch. So. Sag mal, das jetzt gerade für Gegner waren. Die waren schon etwas bedrohlich. Aber die Felsen sagen hier nichts. Und durch die Tür. Oh Gott, ich sehe hier in den Raum nichts. Ich muss die Kerzen benutzen. Ja, jetzt sehe ich wieder was. Sehr schön. Oh nein. 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 So kurz vom Kompass. Das. Oh Mann. Okay. Schon. Ach, schon wieder wird der Raum dunkel. Weil ich diese dunklen Räume. Ach, warum greife ich zum Bogen? Mal ganz ehrlich. Der Raum ist so dunkel, man sieht die Wände nicht mal. So, mit ein bisschen Licht wird das auch schon getan sein. Kompass. Oh, shit. Halbes Herz. Oh, Mann. Aber wir haben den Kompass. Wir haben den Kompass. Weiter. Oh Gott. Da kommen wir nicht entgegen. So. Oh, mit einem Satz voll nach weit. Ach du Heiliger. Das denn bitte für ein Schwarm? Oh Gott. Nichts. Okay. Warum? Warum habe ich... Alles klar. Geh gerade einfach in den Raum und erleide plötzlich Schaden. Ja, aber wir machen sicherlich gleich da weiter. Aber den Kompass haben wir schon mal. Zumindest etwas. So. Aber wieder rüber mit dem Floß.
Ja, wir müssen ja noch Rubin farmen. Oh Gott. So. Warum renne ich ihn auch noch rein? Zack. Anstatt sich mal so andauernd zu überlegen, hatte nicht mal damit gerechnet. Treffer. Eine Rubine. Bam. Ey. Komm, Bumerang. Yes. Volltreffer. Gut. Bombe und nichts. 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 Und nichts. Und das war unsere letzte Bombe. Wieder mal. Auf der anderen Seite ist eine Höhle. Da gehen wir mal am besten hin. Ach, was sollen wir denn sonst großartig Schönes hier machen? Außer ein paar Rubinchen formen. Und gucken, wie wir weiterkommen am besten. Am besten auch mal ein paar Herzen. Wären auch mal nett. Okay. Meet the old man at the grave. Ach, die hat nur einen Hinweis. Na. Ja. Ach, du Heiliger. So knapp. Ah, der verkauft Medizin. Kann ich erstmal wieder zum Item wechseln? Komm. Das Herz sollten wir mitnehmen. Oh, ich glaube, hier kann ich noch nichts anstellen. Autsch. Jawohl, wieder ein paar Herzen. Oh Gott. Biene. Autsch. Okay. Ach, toll. Bleib bitte stabil, Spiel. Danke. So. Wieder ein paar Bomben. Das ist schon mal was Schönes. Jetzt allerdings werden wir mal gucken. Nein, da war nichts. Ich hole mal die Bombe raus. So. Da war eine Höhle. Wir gehen rein. Take any one you want. Unsere Wahl. Herz oder Trank? Herz. So. Haben wir zumindest ein bisschen mehr Leben. Auch besser, weil dann gehen wir nicht so schnell drauf. Oh. Nichts. Klar, ich gehe voll durch ihn. Zack. Klar, voll versteckt und nicht getroffen. Okay. Autsch. Und Rainer. Ach, stimmt schon. Klink.
und hoch. Da ist ein Herz. Aber da komme ich noch nicht dran. Bomben. Oh Gott, wie schnell ich die gerade getötet habe. Und rüber. Take any you want, you want. Ha. Natürlich. Ja, warum gehen wir zweimal rüber? Ups. Das war lustig. Wollten wir zurückgehen und dann auf einmal... Huch, wir gehen auf einmal plötzlich wieder zurück. Aber an dieses Herz kommen wir noch nicht dran. Dafür brauchen wir was. Okay. Ah, nicht. Es hätte doch was sagen können an der Stelle. Bomben. Da ist was. Pay me for the door repair. Okay, der fand's nicht toll, dass wir da reingegangen sind. Jetzt sind wir mal hier. Hier ist was. Diese Sandviecher. Ach, ein Glücksspiel. Direkt wieder verloren. Zelda. Ehrlich. Oh. Okay. So, wieder drin. Eben kurz gesaved. Ding. Naja. So wie Classic Zelda ist, naja, es ist einfach ein schönes Spiel. Zwar selbst, das ist schon... Ja, man dürfte schon sagen, es ist schon ein ganz schön altes Spiel, aber es dürfte ja noch sicherlich einigen oder sehr vielen bekannt sein. Weil es ja eben ein bekanntes Spiel ist. Das soll ich ja dazu sagen. Wie die schönen Spiele sind. Zack. Oh, voll der Double Kill. Die rennen beide voll in sich rein. Ach, okay. Zack. Okay. Oh. So. Und voll. Und nochmal auffrischen. So machen wir das schön. Pfeile. Blion. Hm.
typisch diese ganzen Dinge, die ein Rätsel. So. Gott, jeder Spiel hat geslotert. Bomben. So, da war nix. Ich guck noch mal weiter. Wir wählen mal dazwischen. Nein, diese Staude hat auch nichts. Hätte ich mir aber vorstellen können. Ich versuche mal ein paar Bäume anzuzünden. Aha! Das ist ein Secret für mich. 100 Rubin. Was haben wir? 255. Okay. Aber. Und wieder Vollheilmittelfee. Zack. Leben. Komm. Link. Ja, das schaffst du. Zack. So, warum muss ich in ihn reingehen, wo er gerade noch gestunt war? Mal ganz ehrlich, warum muss ich das machen? Klar. Treffer. Und wir gehen mal wieder hoch. Oh. Link. Nein. Diese Statue. Okay, wo kommen die nächsten raus? Scheiße. So. Jetzt muss ich extrem vorsichtig sein. Fast reingerannt, Link. Auch nichts. Und Rainer. Boy, it is really expensive. Din. Eingekauft. Jetzt haben wir zumindest diesen komischen Ring. Und eine neue Rüstung. Wahrscheinlich eine bessere. Oh ja, die ist definitiv härter. Alles klärchen. Nehmen wir sofort mit. Da haben sich die Rubinen gelohnt. Vor allen Dingen jetzt kann Link ein bisschen mehr einstecken. Und das ist sogar für ihn besser. Vor allen Dingen die Farbe, die ist blau. Und fast wieder voll. Okay. Kleiner Kratzer. Ganz kleiner Kratzer, der sich aber nichts anmerken lassen hat. Aber es war trotzdem ein kleiner Kratzer. Ein ganz, 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 ganz kleiner. Aber ich würde mal sagen, wir gehen wieder zurück zu Level 4. Weil ich denke, jetzt könnten wir das überleben. So. Wie gesagt, unsere Kompassposition zeigt, ja, so da, wo jetzt das unter dem Minus ist.
das Force. So. Aber ich würde mal sagen, bevor wir weitermachen, beenden wir an dieser Stelle das Video. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen wart. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo da lassen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal The Legend of Zelda wieder. Bis dahin, alles Gute, haut rein, ciao.